Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr beim HKBISCO Plus 8010 oder 8020 die Gasfeder austauscht. Das ist dieses Ding hier unten. Das heißt, wenn diese mal beschädigt sein sollte oder was auch sein kann, ihr wachst plötzlich, vielleicht habt ihr den Schuh als Kind bekommen und möchtet jetzt als Erwachsener auch drauf sitzen, dann ist das kein Problem, könnt ihr die Gasfeder ganz einfach wechseln. Was ihr dazu braucht, ist mindestens dieses Werkzeug. Das könnt ihr bei mir im Onlineshop mieten. Es ist ein Stahlwerkzeug, das man einfach um die Gasfeder klippt, damit man am richtigen Ort den Schlag ansetzen kann. Sonst löst sich nämlich die Gasfeder nicht von diesem Sitzposten. Und als zweites habe ich mir so hier einen Gummihammer organisiert, damit man die Gasfeder aus dem Fußkreuz rausbringt. Als erstes lassen wir den Stuhl mal ein bisschen nach oben. Und dann nehmen wir dieses Werkzeug, nehmen es auseinander und klippen es um die Gasfeder herum. So. Und dann werden einfach zwei, drei harte Schläge von unten auf die Sitzmechanik geschlagen. Voilà. Und schon flutscht sozusagen die Sitzfläche aus der Gasfeder raus. Als zweites drehe ich den Stuhl meistens einfach um und gebe mit dem Hammer ein paar Schläge drauf. Wenn die Räder, wie jetzt in meinem Fall, auch gleich abfallen, ist das kein Problem. Die lassen sich ganz einfach wieder reinstecken. So, abdrücken. Und schon sind die Räder wieder drin. Jetzt könnt ihr die neue Gasfeder nehmen. Ich nehme jetzt halt die alte wieder. Würde sie wieder reinstecken, hier wieder reinstecken. Zwei, dreimal drauf sitzen. Ich mache das gleich so. Den Stuhl nehmen. Voilà, einmal andrücken und jetzt ganz wichtig, zwei, dreimal schnell ansitzen, damit der Stuhl wieder richtig verbunden ist. Und schon habt ihr die Gasfeder gewechselt. Wäre toll, wenn ihr das bei mir mietet und dann auch wieder an mich retourniert, damit andere diesen Job auch erledigen können. Ich hoffe, es hat geholfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Gesundsitzen.